Willkommen zum Frequent Traveler TV. Normalerweise ist das TV Weekend Update, aber heute haben wir quasi ein Facebook Live Update, TV Update. Wie haben wir es jetzt eigentlich genannt, Mario? Das ist übrigens Mario. Hier, so. Wir haben es Frequent Traveler TV Update genannt. Live. Ach ja, stimmt. Live Update. So war es. So viele Sachen. Worum geht's? Ganz einfach. Wir geben euch Updates aus der Welt der Aviation, aus der Sicht für uns als Vielflieger. Natürlich, wenn wir Leute aus der Crew haben, die wir ja auch auf den Clubhouse-Chats haben, die werden dann natürlich auch von uns direkt verarztet. Und was haben wir heute als Themen? Condor, glaube ich. Lufthansa natürlich. Hat man was von Airbus? Heute nicht, aber ich hätte noch was vielleicht von JetBlue. Okay. JetBlue ist top. Aber dafür gibt es jetzt erstmal das Intro. Da muss ich mich umdrehen. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, geht los. So, und schon sind wir wieder da. Das Intro war kurz, war schmerzlos. Dann lass uns mit dem ersten Thema anfangen. Du hast gesagt, JetBlue ist dein Thema. Wollen wir das als erstes nehmen, Mario? Ja. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, nachdem wir ja gehört haben, dass JetBlue nicht nur nach Heathrow, sondern auch noch nach Gatwick fliegt. Fragt man sich, müssen wir ganz bald und ganz schnell die Mint Suite ausprobieren, um schnell von Good Old Europe in die USA zu kommen? Denn die neue Business Class dort verheißt ja durchaus vieles Gutes und durchaus interessantes für einen durchaus attraktiven Preis. Oder wie siehst du das? Ja, ich habe was gesehen von 700 ein paar kaputten Pfund, glaube ich, war das, ne, als Special. Und die Mint-Kabine haben wir ja schon öfters auf anderen Wegen bewundert. Wir haben sie quasi als den Goldstandard gesetzt. Vor allem auch die ersten Suiten am Anfang. Also insofern sollten wir es ausprobieren. Aber USA ist ja im Moment geschlossen. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Man hört ja immer wieder, dass die in Amerika aufmachen wollen, aber nachdem Donald das gesagt hat, hat der Joe gesagt, nee, machen wir noch nicht. Lufthansa hat Klarheit gefordert, das ist übrigens das Lufthansa-Thema, unter anderem. Wir haken jetzt einfach alles ab. Sollten wir etwas vergessen, schreibt es in die Kommentarspalte, Kommentare unten. Wir versuchen die auch abzuarbeiten, ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht alle Kommentare sehen. Wenn ihr den Kommentar auf meiner Seite, glaube ich, macht, dann sehe ich das direkt, wenn es auf den Gruppenchats macht, das heißt so ein Vielflieger-Stammtisch und so weiter, wo wir das auch noch übertragen, da kann das dann etwas dauern, dass wir reagieren. Also, Lufthansa möchte, dass man die Zeichen der Zeit erkennt und Amerika wieder aufmacht. Man hört ja auch, Europa macht auf und das wird ja immer, ich glaube, reziprok ist der Fachbegriff. Einer macht's, der andere auch. So. Ja, auf Gegenseitigkeit. Also die EU hat jetzt beschlossen, dass man einige Länder wieder in die EU einreisen lässt und dazu soll auch die USA gehören, wenn man vollständig geimpft ist. Im Moment kommen ja wirklich nur relativ wenige Länder hier rein, Australien, Singapur und so weiter und so fort. Aber die Amerikaner sollen folgen und wie ich gehört habe, macht nicht nur die Lufthansa Druck, sondern auch die Tourismusverbände in den USA und auch die Luftfahrtgesellschaften in den USA erhöhen wohl den Druck auf die Regierung. Weil nicht nur wir wollen in die USA oder die Lufthansa möchte nicht nur in die USA fliegen, sondern auch die amerikanischen Gesellschaften möchten gerne nach Europa, weil wir wissen es, die Atlantikroute ist nun mal die meistfrequentierte, was die Langstrecke angeht. Ja, die haben ja auch das Kartell da drauf, weil sie halt damit noch richtig Profits abfahren. London, New York ist ja eine der meist gebuchten Strecken. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, Delta möchte nach Rom fliegen. Warum? Weil in Rom dürfen die Leute dann, wenn sie geimpft sind, auch einreisen, aber nur, wenn sie mit Delta fliegen. Also das fand ich sehr lustig, dass man da die Fluggesellschaft quasi auch noch ausgewählt hat. Das war so mein Highlight aus dieser ganzen Reihe. Ansonsten mit der Condor. Was gibt es bei der Condor Neues? Da ist ja ein Investor. Ich weiß nicht, hast du den Namen irgendwann mal gehört? Nee. Kennst du die Bude? Also,
Der Investor sagt mir ja überhaupt gar nichts. Attestor, ich lese hier nochmal nach, nein, hat mir vorher überhaupt nichts gesagt. Ist ein mutiger Schritt und es soll ja auch gleich eine Flottenerneuerung geben, nicht? Eine, die, über die wir uns ja auch schon öfter unterhalten haben, ja mehr als nötig ist. Ja, aber die 767 und was sie da alles sonst noch haben, das ist echt, ja, ist sehr speziell, auch von der Business Class, die ja, weiß nicht, kann man das Business Class nennen? Ich Naja, Gott. werde jetzt nicht gemein sein. Nein, nein, nein. Aber 767, gibt es dann nicht einige Fluggesellschaften, die gerne als Frachter nehmen würden? Ja, Amazon hat ja bei Austin, glaube ich, Die zugeschlagen, hat da kaufen einige alles sieben. zusammen. Genau, die wachsen ja und 767 ist deren bevorzugtes Modell, beziehungsweise von deren Amazon Prime Subsidiaries, weil das sind ja, ich weiß gar nicht, sind das eigene von Amazon betriebene oder ist das irgendwie irgendjemand, der das für die betreibt? Also irgendwie war das, dass die Crews, glaube ich, nicht zu Amazon gehören oder so. Ich hatte das Das jetzt nicht kann mehr. sein, aber ich Ja. glaube, die betreiben die selber. Also die machen sich ja auf, nach den Kollegen von FedEx eine der größten Frachtflugzeugflotten aufzubauen. Aber Deshalb, aber bis dahin lass uns nicht von der habe Conda ich. abschweifen. Nicht von der Conda Nein, abschweifen. Welches Modell soll es denn werden? Weil der Herr Teckentrupp hat ja quasi ein Bouquet an Flugzeugen vorgeschlagen, so wie das die gute Fluggesellschaft macht, um den Preis günstig zu halten und den Wettbewerb, der Fluggerätehersteller zu entfachen. tja, eine gute Frage. Sie. Interessant dürfte es sein, was man sich für die Langstrecke dann endgültig Ja. aussucht, oder? Ja, also ich denke mal, die 330 Neo, 787, die Klassiker, 350er hatte ich irgendwie nicht von ihm vernommen. Fand ich jetzt auch. Ja. Wäre doch mal Ja. was mit nach Punta Ein Cana kleiner mit der Dream. 350. Ja. Ein kleiner Dreamliner wäre meines Erachtens sicherlich nicht verkehrt. Ja, also von der Größe her, was die vorher hatten, in der Tat. Also das ist ja Ja. dann tipptopp für die. Wobei die Frage ist, ist das mit der Lufthansa denn eingestiegen für länger? Also irgendwie war das ja, dass die Frau Verstappen, heißt er Verstappen? Heißt sie Verstappen? Oder war es der Formel-1-Fahrer? Verstappen ist Nein, der das war der Frau Formel-1-Fahrer. Verstappen. Ja, wie Aber heißt ist die egal. nochmal? Ich wusste, dass das Holländisch das war. Ne, wie hieß die Schnauze? Also auf jeden Fall, oh Gott. Auf jeden Fall, Bitte. wie hieß die Dame? Auf jeden Fall die Beauftragte für Verbraucherschutz und so weiter. Sie hatte ja quasi Lufthansa aufgefordert, dass sie dieses unfaire Verhalten gegenüber der Condor sein lassen sollte und wieder die Zubringer machen sollte. Aber die Lufthansa war da nicht ganz so von überrascht und erfreut vor allem. Tja, man hat sich ja jetzt, hat er ja jetzt erstmal einen kurzen Burgfrieden geschlossen. Mal schauen, wie lange der so hält. Aber wenn die Condor natürlich wieder ein bisschen Geld in die Kasse gespült bekommt, dann wäre es natürlich möglich, dass die Lufthansa sagt, naja gut, wenn er uns ordentlich bezahlt, dann fliegen wir weiter für euch die Zubringerflüge, solange die Grünen uns das noch erlauben. Ja, also das ist natürlich das Thema. Und das andere Thema ist, und das finde ich halt auch interessant, warum die Lufthansa das macht. Die Lufthansa macht das natürlich um ihre Eurowings Discover, also diese neue Langstrecke, die ja jetzt bald starten soll im Juni, ja, als von Wettbewerb freizuhalten. Weil die Condor mischt ja in demselben Markt mit und der Helmut Wölfel, das ist der Chief Commercial Officer, ich glaube, sowas ist der für die Plunzen, also das Geld zuständig ist. Der hat das zwar natürlich nicht gesagt, aber der hat natürlich ein gesteigertes Interesse daran, dass man einen Wettbewerber da natürlich kalt stellt. Und ich kann das natürlich irgendwo schon verstehen, dass wenn man für eine Fluggesellschaft arbeitet und da dann gezwungenermaßen für den Marktbegleiter Leute transportieren muss, das ist natürlich nicht schön. Und da ist halt die Eurowings Discover ganz klar auf Expansionskurs, gerade weil die Lufthansa-Gruppe, aber auch wir mit unseren Prognosen immer wieder hören von den Leuten, dass halt der Tourismus ansteigt, aber nicht die Geschäftsreisendezahl. Und deshalb haben wir auch gehört, München wollen die auch jetzt mit Eurowings Discover bedienen. Ja, Eurowings Fort Myers oder beziehungsweise Euro von München mit Eurowings nach Florida. Das sind natürlich interessante Ziele.
Wenn man bedenkt, dass früher ja von Düsseldorf die alte LTU und dann Air Berlin immer Fort Myers und Florida bedient hat, sind Frankfurt und München jetzt natürlich für die Lufthansa interessante Abflughäfen. Wahrscheinlich kann man da etwas mehr generieren noch, aber damit ist man natürlich voll im Tourismusgeschäft drin und ja, den Reisenden. Den wird es freuen. Und nach Las Vegas geht es ja übrigens auch wieder von München, wie ich hörte. Ja, das ist ja das, was dich freut. Allerdings, du weißt ja, es gibt ja keine Hornzirkel-Benefits auf den Flügen mit Eurowings Discover. Das ist natürlich für dich egal, du bist ja nur Senator. Ja, ich bin ja nur Senator und so, ja. Aber auch die Senator-Benefits, die gibt es ja nicht wirklich. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da Nee. an Vielleicht wird ja alles Status-Benefits besser. kommt. Ich denke schon, dass es Vielleicht besser wird ja wird. alles besser. Vor allen Dingen auch, dass man dann tatsächlich mal umbuchen kann, weil man ja jetzt im anderen Umbuch oder im anderen Buchungssystem drin ist. Das ist ja wohl das Wichtigste. Ja, also weil man mit Amadeus jetzt buchen, das ist natürlich das, was die Lufthansa ja auch benutzt. Und insofern kann man dann auch bei IrOps, also das heißt, wenn Flüge ausfallen oder irgendwelche anderen Dinge passieren, kann man dann rerouten. Das ist ein Vorteil. Das war ja auch ein Hauptproblem, warum man bei Eurowings nicht so viel Spaß hatte. Was natürlich in In der meinen Tat. Augen auch eine Meldung wert ist, ist, dass wir wieder Israel anfliegen. Nachdem man da ja den Frieden geschlossen hat, fliegt die Lufthansa hin. Am 11. Mai war das, glaube ich, 11. Mai, wo die das letzte Mal versucht haben hinzufliegen und dann zurückfliegen mussten, weil es natürlich aufgrund der Raketenangriffe nicht ging. Andere Fluggesellschaften haben das ja auch gemacht, wie British Airways, Wizz Air. Ich habe eine United zum Beispiel in Tel Aviv landen sehen. Die waren, glaube ich, sogar die ersten, die das aufgenommen haben. Also sehr schön, dass da alles wieder back to normal ist. Dann müssen wir noch ein Thema bearbeiten, wo ich dich gerade so ein bisschen aufgezogen habe mit deinem fehlenden Hornzirkel-Status. Wir haben ja in der Münchner Lounge wieder Esserlaubnis, weil die Zahlen in, wie heißt das Ding? München? Bayern? In München, Bayern. München, Bayern, München. Nee, das war ja Fußballhallen. Also auf jeden Fall, dass man da wieder essen darf. Es wird Essen auch ausgeteilt in der Lounge, um es in der Lounge zu essen. Aber jetzt kommt der Bammer. Es ist immer noch dieselbe Auswahl. Also Puten, Brötchen und Brezel. Also wie gesagt, alles, was das Herz begehrt, weil ja, wie wir gelernt haben, eine Cola zu... Komplex ist. Sehr gut. Eine Viel Cola zu komplex. wäre zu komplex, deshalb... Ich weiß es auch nicht. Landkreis Erding übrigens, schreibt Benno richtigerweise, das ist ja nicht München, Ja, ist wie in Wien. ich Wien hat auch keinen wollte, Flughafen. genau, ich wollte dich nicht schon wieder verbessern, das ist ja so unhöflich, aber es ist tatsächlich nicht im Stadtgebiet München. Nein, du hast absolut recht. Also in dem Moment, wo ich natürlich was unsauber formuliere, hast du nicht nur die Pflicht, sondern auch die Schuldigkeit, das zu tun. Dafür wirst du ja nicht nur bezahlt, sondern auch nicht geschlagen. Ja, natürlich. Danke, danke, danke. Ja, ansonsten von den Themenlage heute fand ich auch noch spannend, dass gestern kamen ja schon die ersten Meldungen auf Englisch von Hilton, dass man das Frühstück für die Gold und Diamonds killt. Zumindest bis Ende des Jahres und dafür einen Fressvoucher rausgibt. Was halten wir denn von so etwas? Findest du das gut, wenn man deinen hart erschlafenen Status nicht mehr mit den Benefits ja, beglückt, die ja dem zustehen? Also Gott sei Dank ist es ja in Amerika und ich habe ja keine Aufenthalte in den USA, weil wir kommen ja nicht rein. Aber im Moment ist es halt wirklich so, dass ja, die Hotels versuchen zu sparen. Ich kann das nachvollziehen, dass die sparen und ich verstehe das auch, dass man zum Beispiel die Executive Lounge oder sowas nicht aufmacht. Aber wenn ein Frühstück angeboten wird und es auch ein Statusbestandteil ist, warum muss man das denn kappen oder versuchen, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu beschneiden? Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der Voucher ist vom Preis her, was die einem da geben. Ich hatte ja immer nur die Geschichte erzählt, dass man in USA bei Hyatt das mal versucht hat, im Anders 50 Dollar, aber wenn du zwei Sachen bestellt hast, war es über 50 Dollar. Also insofern unschön. Also Mario, was denkst du? Tja, ja,
Muss mich etwas zusammenreißen. Erschlafen und beglückt, das sind zwei Vokabeln, die natürlich ganz wunderbar passen. Ja, was heißt, man muss es wie in vielen anderen Dingen sehen. Eigentlich müsste man ja doch antizyklisch handeln. Jetzt in den schlechten Zeiten müsste man doch seine Stammgäste ordentlich bei Laune halten. Und das Programm, klar, es kostet Geld. Aber kostet es wirklich so viel Geld, dass man langjährige Kunden so vergrault, dass es nicht mehr dieses Frühstück gibt, was für viele sicherlich nicht unattraktiv war. Und ich selber schließe mich da nicht aus. Wenn ich in Deutschland im Hilton übernachte, dann mit Sicherheit auch aus dem Grund, dass ich dort ein kostenloses Frühstück bekomme, welches in Deutschland nicht gerade wirklich günstig ist. Insofern halte ich das schon für schwierig, so etwas einzustellen. Um nicht zu sagen, eigentlich finde ich es eine Sauerei. Ja, also ich finde es schade, wenn man Statusvorteile halt nicht gibt, die einem ja versprochen werden. Das ist ja nichts, wo man gesagt hat zum Hotel, gib mir das oder ich erschieße dich, sondern das ist ja, wo das Hotel sagt, hey, du bist ein guter Kunde, deshalb geben wir dir das. Und das hat mich ja auch geärgert bei Marriott, dass dort das Thema war, dass man ohne Strafe Benefits wegnehmen konnte. Und das ist etwas, was für mich halt bei der Loyalität eine Einbahnstraße ist und das sollte nicht sein. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr eigentlich zu dem Thema Loyalität haltet, wenn man quasi etwas verspricht und nicht hält. Oder aber ob ihr einfach sagt, ja gut, das ist halt Folklore, ich traue den eh nicht oder ich weiß nicht, was man so auch dazu sagen kann. Ich für mich persönlich würde zum Frühstück ehrlicherweise nicht gehen, wenn es nicht umsonst wäre. Warum? Ganz einfach, weil ich nicht frühstücke. Ich tippe zum Ach dahin, so. hole mir vielleicht eine Cola oder ich hole mir ein Eine Cola. Croissant. Ja, ich trinke eine Cola morgens mit Orange, bitte. Also falls du mich mal in Goslar oder im Natürlich. Ostwestfälischen verköstigen möchtest, eine Cola, aber nicht Light oder Ich so ein weiß Quatsch, Bescheid. sondern mit allen Vitaminen Nein, und nein, vollständig. Stück Orange. Also das ist das, was Orange ist, Orange. deshalb heißt es Orange. Merken sich Nicht das dieses bitte. Gelbe da. Nein, Nicht gelb dieses ist, das Gelbe. passt auch, nee, das passt auch geschmacklich nicht. Das wirst du feststellen, wenn du dir eine Ja. Zitrone, die in die Cola steckst, durch eine Orange ersetzt, wirst du merken, dass das vom Gaumenfreuden viel besser ist. Aber Ah, wir kommen wieder vom Thema ab. ist denn so eine Mezzo-Mix für die Landbevölkerung? Für Arme. Mezzomix für Arme. Oder für Arme, natürlich, Weil, ja, natürlich. Cola küsst Orange. Oder Orange küsst Cola. Ich weiß nicht, wie das Mischungsverhältnis ist. Wer küsst hier Was wen? auch immer. Was Ja, auch immer, ja. Sehr aber auf, gut. un aber auf unsere Zuschauenden ist ja Verlass. Ronald hat es ja gesagt, im Waldorf Astoria 25 US-Dollar und im Konrad 12 bis Ui. 15 Dollar in den anderen Hiltons und 10 US-Dollar in den Garden Inns. So, und jetzt kommst du an und sagst mir, was kriege ich für 10 Dollar im Hilton Garden Inn? Ich meine, da gibt es ja eh nur dieses komische Ja, nicht viel. Rührei-Quatsch. Ja, Ja. wie soll denn das funktionieren? Und also. Gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde das äußerst unschicklich. Ich kopiere das nochmal rein. Oh Gott, jetzt ist es wieder viel zu groß. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Wie können wir das denn fixen? Es ist zu groß. Sein Kommentar ist zu groß. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe es Besten versucht. Kommentar. Ja, ist jetzt weg. So einfach ist das. Also wollten wir Ronald da reintun, aber kein Problem. Ja. Ein Thema hatte ich auch noch, was ich unbedingt anschneiden wollte heute im Thema Loyalty und vor allem auch im Bereich von der Customer Satisfaction. Und zwar ist das der Fall von unserem lustigen Dr. Matthias Böse. Hast du es in der Zeitung gesehen? Nein, ich hatte es mir gestern Abend noch vorgenommen. Ich darf es nicht verpassen. Heute ist der wichtige Termin und ich habe tatsächlich heute es verpasst. Aber Ja. klär uns mal auf, welcher Prominente war es denn nun? Ja, das Problem ist, ich bin ja kein Fußball-Experte oder Fußballstar und deshalb habe ich da jetzt nicht so wirklich die Ahnung. Und zwar ist das der Fußballstar. Also die Situation einfach, die passiert ist folgende.
Er wollte mit der Eurowings nach Mallorca fliegen, um sich ein Grundstück zu kaufen, hatte Tickets, war auch irgendwie eingecheckt, Koffer waren auch schon eingecheckt. Da gab es anscheinend die Diskussion bei der Eurowings, er wäre nicht da gewesen zum Abflug, weil die Maschine mit zwei Plätzen leer geflogen ist. Er sagt, er wäre nicht mitgenommen worden. Dann hat die Eurowings so lange rumgekaspert, dass auch der andere Flug, ich glaube von einer anderen Fluggesellschaft, nicht gegangen ist, so sinngemäß. Und weil es keinen Flug gegeben hat, der ihn in der Zeit zum, jetzt festhalten, zum Sonnenaufgang nach Mallorca gebracht hat, weil das, was er sich kaufen wollte, war ein Grundstück mit Sonnenaufgang und den kannst du halt nur morgens sehen. Und deshalb hat er sich für über 20.000, 21.500, glaube ich, war es, ein Private Jet geholt und ist damit dann nach Mallorca geflogen, um dann pünktlich morgens den Sonnenaufgang anzugucken. Und er hat das Grundstück übrigens auch gekauft. Für mich als Normalsterblichen klingt das etwas obszön, aber wenn man ehrlich ist und ein Grundstück mit Haus kauft wegen des Sonnenaufgangs, dann ist das halt ein Kriterium. Wie siehst du das, Mario, in Goslar? Ist das für dich auch so obszön oder ist das etwas, was ich einfach nur nicht verstehe, weil ich, bei mir geht die Sonne immer auf. Ja, bei dir geht es immer irgendwie unter, oder? Nein, du bist ja noch weiter im Osten, da geht es ja tatsächlich auf. Naja, wir haben ist noch natürlich hell. Schon ärgerlich. Ist noch hell, sehr gut. Es ist natürlich schon ärgerlich, wenn man einen Termin hat. Man weiß ja auch nicht, wie begehrt ein solches Grundstück ist. Und man hat einen festen Termin, man möchte dahin. Dann nimmt dann die Fluggesellschaft aus welchen Gründen auch immer nicht mit. Das können wir ja nicht beurteilen. Das müsste ja das Gericht entscheiden. Und ich will das unbedingt haben. Dann kann ich schon verstehen, dass ich mir da so einen Privatflug nehme. Ist natürlich ein hohes Risiko, weil das ist natürlich schon etwas anderes als ein Linienflug. Das Problem war natürlich auch, und das ist schon ärgerlich, wenn auch der Anschlussflug, den man hätte nehmen können, ich glaube, es war sogar Condor, die dann noch hingeflogen ist, wenn ich mich recht erinnere. Genau, war Condor. Ja, dann ist das natürlich schon ärgerlich und dann ist man sauer und dann nimmt man sich halt mal eben Private Jet. Das würdest du ja auch nicht anders machen. Und jetzt ist die interessante Frage, wenn du denn ein Grundstück mit Sonnenaufgang, also wenn du eins mit Sonnenuntergang, hättest du ja noch einen Tag warten können, aber unbedingt mit Sonnenaufgang. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Klär uns doch mal weiter auf, was passiert ist. Also im Prinzip, ich habe es jetzt auch endlich gefunden, das ist der Captain Bürki, also der Torwart. Ich glaube, ich weiß ne? gar nicht. Ich sage ja, ich bin kein Fußballspieler. Ich bin hier ganz falsch, wenn es ja um Fußball geht. Auf jeden Fall, der spielt beim BVB und ja, hat auch Handschuhe an. Also ist der Torwart. Ja. Wenn die Leute hier auch reinschreiben. Ja. Markus Gula hat das auch Gott sei Dank gemacht. Alter, und zieht auch schon mal. Und Schweizer Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, das Spannende an der Geschichte ist halt, dass Eurowings der Sponsor ist. Man wird sich erinnern, dass es ein Flugzeug gibt. Ich weiß immer nicht, das ist auch wichtig bei denen, ist es immer schwarz-gelb oder gelb-schwarz? Ich weiß, ist das schwarz-gelb, gelb-schwarz? Mario? Hummelfarben halt. Hummelfarben. Auf jeden Fall, die haben ja den Airbus und damit sind sie auch geflogen und man hört ja auch lustigerweise, dass sich der BVB mit Eurowings einigen möchte hinter der Kulisse. Aber das Gerichtsverfahren ist halt so, dass man da vorgetragen hat und da werden wir sicherlich von Matthias Böse, der ja auch in einigen Medien heute war, auf Sat.1 im Morgenfernsehen war er schon, Bild-Zeitung logischerweise, also auf solchen Veranstaltungen und da wird er dann ja, uns weiter beglücken. Also wir werden das mal mit ihm machen, er kommt dann hier auf irgendeiner Seite bei dem Skype dann da, weiß nicht, da, nee, da, du bist da. Da bist du. Ich bin da. Ja, du bist da. Warte, ich gebe. Ja. So, und auf jeden Fall wird er uns das erklären. Ja, ich bin ganz gespannt und aufgeregt. Wir haben jetzt. Ja, wir haben schon 25 Minuten geredet. Das ist wie auf Clubhouse. Ne? Da machen wir eine Stunde fast. Ne? Aber. Ja. Haben wir heute durchhalten. Zeit vergeht. Ja, das ist. Nein, also, das war die heutige Ausgabe vom Frequent Traveler TV Live Update. Ich glaube, so haben wir es genannt. Ich werde mich noch mit dem Thema und mit dem Titel auseinandersetzen. Würde mich freuen, wenn ihr uns noch ein paar Kommentare da lasst und einfach schreibt, was ihr von dem ganzen Format haltet. Ob ihr eine Nachricht habt, die ihr vermisst habt oder ob ihr einfach sagen wollt, hey, ihr seid cool, dann schreibt uns das natürlich auch. Wichtig ist auch,
Wer das Video noch nicht gesehen hat oder beziehungsweise dieses noch mal sehen möchte, kann es auf YouTube schauen. Ich werde das hochladen, wird da heute oder morgen erscheinen. Und dann natürlich wie immer nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, zu subscriben. Das ist dann quasi der Abonnierbefehl, der Like-Befehl. Was haben wir noch für Befehle? Ja, um ein bisschen nachsichtig zu sein. Das war heute sozusagen ja die Testversion dieses Formats und wir werden noch besser, das versprechen wir. Aber dafür, dass wir uns eigentlich erst gestern entschieden haben, das zu machen, finde ich, ist das doch gut gelaufen. Also ja, bitte also nach. Ja, also ich bin auch positiv überrascht. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, ich habe hier extra mein Flugzeug aufgebaut. Ne? Also ja, man sieht es nicht so. Ja, das ist halt. Da kommt er, ne? Also ja. Auch, aber man kann anscheinend nicht alles haben. Das kann sein, dass du zu viel von dem Bild beanspruchst, Mario. Ich lasse einfach mal die Fläche hier in dem Bild liegen. Ich mach mal dich kurz weg. Ja, jetzt Was? Siehst du das Flugzeug. Wenn du weg bist, dann sieht man das Flugzeug volle Lotte. Wenn ich dich wieder dazu schalte, dann kommst du nämlich auf die andere Seite, dann bist du quasi da. Ja, ich habe halt ein sehr einnehmendes Wesen. Was soll ich tun? Ja, ansonsten, was wollen wir machen? Wir danken für die Likes, wir danken, dass ihr zugeschaut habt. Wir danken für eure Anteilnahme. Heißt das Anteilnahme? Teilnahme, ne? Teilnahme, ich würde sagen Teilnahme. Teilnahme. Also insofern, wann kommen wir eigentlich das nächste Mal wieder auf Sendung? Ja, ist eine gute Frage. Entweder nächste Woche Samstag oder vielleicht schon am Mittwoch. Mal gucken. Oh, das ist Spannung. Ja, man müsste es spannend halten. Man also, sollte sich informieren ja. Auf deiner Seite. Aber zeitlich versuchen wir wieder 7:45 zu schaffen, damit die Leute die Tagesschau ja. gucken können. Natürlich. Und ja. Ja, ansonsten danken wir. Danken wir? Wir danken, ne? Wir danken. Wir sind freundlich. Wir sind höflich. Zuvorkommend. Das. Immer. Alles. Connoisseure und Gentlemen. Natürlich. Männer der alten Schule. Heute hast du übrigens auch kein Getränk zur Leistungssteigerung dabei. Ja, ich weiß nicht. Das sollte man machen. Wenn die Leute dich bzw. mich besser kennen, dann fällt das nicht so auf, wenn ich dann mal mit einem Glas Whisky hier in der Hand sitze. Vielleicht wird es dann auch etwas gemütlicher. Wir schauen mal. Ja, wobei ich das Gefühl hatte letztens, dass das keine Cola war, wie du uns gesagt hast, weil das Eis im Glas, das da vor sich hingeschenkt hat. Jetzt würde man das im Bewegtbild sehen, was es ist. Da muss ja, man die Arme verschränken und so ein bisschen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, ja. Warschau, sagt der Fachmann bei der Bundeswehr. Nicht wahr? Also in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und gibt uns eure Kommentare. So ist das gewesen. Also, in dem Sinne. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.